Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Unboxing-Video von und mit mir. Wie ihr sehen könnt, bei Medimobs habe ich schon mal wieder ein paar schöne Klassikerspiele gefunden und gesehen, auch zugegriffen. Und es ist wirklich immer noch gut. Alte Spiele gibt es eigentlich noch, solange die Spiele wirklich noch Spaß machen und für ihn selber interessant sind, warum soll man da nicht für eine Konsole wie hier für die PS1? Und was für mich wichtig war, kein Platinum, sondern mehr so, ja, es gibt ja auch interne so Best-of, Bestseller-Editions von Codemasters und anderen Herstellern. Und deswegen kann ich da gut mitleben, auch wenn es dann wirklich nicht mehr die Erstauflage ist. Wie ihr gesehen könnt, hier. Also wirklich bei Medimobs bestellt. Auf jeden Fall noch nicht mal 20 Euro für alle drei Spiele. Plus noch eine andere Box habe ich mir geholt, die jetzt hier nie rein, mit reingehört. Also 18 Euro habe ich für die ganzen Sachen bestellt. Und man hat sogar Rabatt gekriegt. Erstmal ab 20 Euro kriegt man, bezahlt man keine Versandkosten. Und wenn man 5 Spiele oder 5 Sachen bestellt, kriegt man das günstigste Spiel umsonst dazu. Und das ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil bei Rebuy bezahlst du immer die 4 Euro. Das Problem bei Rebuy ist eben, dass die Sachen immer recht schnell weg sind und die Preise sind ja fast identisch. Und bei Medimobs sind ja dann meistens die Sachen noch ein bisschen besser. Man kann es sogar aussuchen. Gut, sehr gut. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Und lohnt sich auf jeden Fall, auch gebrauchte Spiele zu bestellen, wenn sie wirklich nur noch hohe Preise erzielen. Neu. Deswegen ist auch eine gebrauchte gute Alternative. So. Hier gab es, glaube ich, auch eine Limited Edition oder eine Platinum Edition. Hier habe ich wirklich Glück gehabt, weil das wusste ich gar nicht. Das ist die Erstauflage. Metal Gear Acid für die PSP, gibt es ja auch einen Nachfolger und auch andere Black Ops, nee, Metal Gear Portable Plus Ops irgendwas. Das ist auch so eine Art, sagen wir mal, so eine Mini-Sammlung, würde ich mal sagen. Man sieht hier viele Balken und irgendeine Zeit. Aber grafisch sieht es noch in Ordnung aus. Hier sieht man noch ein paar schöne Inhalte, ein paar Bildchen. UMD. Super tolles Handbuch. Und hier gibt es eine Limited Edition Cardbook mit den ganzen Charakteren und Gegner. Handbuch, man sieht, sehr, sehr dick. Die Erläuterung, was alles mit dabei ist. Spielt in 2 Jahren sozusagen. Kann man sagen, hier hat man die Card-Typen, die man alle spielen kann. Auf jeden Fall ein sehr dickes Handbuch. Man ist Metal Gear typisch. Ich denke mal, es wird ein bisschen schwierig sein, mit den Steuerkreuz zu spielen, würde ich mal sagen. Hier hat man ein paar extra Charaktere. Oh, Solid Snake, Roger McCoy, Alice Hazel, Tariko Friedman und Gary Murray. Und Lieutenant Leon. Oh, und dann ein paar Notizen wie immer. Dann schauen wir uns mal kurz das kleine Mini-Handbuch, das Limited Edition Handbüchlein ein. Ich denke mal die Hideo Kojima ist ja der Entwickler. Gibt es ja jetzt bald einen Nachfolger? Oder gab es schon einen Nachfolger? Ich bin auch gespannt mit dem Silent Hill Teil. Ich glaube, da ist mit dabei, ne? Silent Hill oder so. Hier sind die extra Sachen noch. Oh. Ein nettes Heftchen, extra so mitten nebenbei. Ich schätze mal so bei der Platinum-Version wäre das Heftchen garantiert mit dabei. Ja, auf jeden Fall ein gutes Spiel und für unter knapp 2 Euro auf jeden Fall zu empfehlen. Dann haben wir Toka Touring Cars Championship. Ist der erste Teil. Ich habe ja schon den zweiten Teil für die PS1. Ist auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel, muss ich sagen. Und für knapp 2 Euro. Sehr super, super Zustand, man sieht es hier. Auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht.
Ja, die Disk hat das Handbuch. Hier sind leicht touchiert, aber das kann man ja austauschen. Ein simples Handbuch. Ja, die Disk hätte man ein bisschen anders machen können. Ja, auf jeden Fall. Was ich ja gut finde immer noch hier. Man fährt so wie die wirklich Touring-Cars-Fahrzeuge. Also hier bei der, was gibt es hier in Europa weit? Nee, hier, das ist nicht DTM, das andere. Ist auf jeden Fall, finde ich gar nicht mal schlecht. Man fährt eine Qualifikation, fährt am Samstag und am Sonntag fährt man nochmal ein Rennen. Hier sieht man noch die alte Punkteverteilung. Auf jeden Fall ein recht gutes Spiel. Wow. Man sieht hier ein paar bisschen. Schlecht ist es nicht. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Auch für Klassiker. Dann gab es einen Nachfolger. Das ist die Toga World Touring Cars für die PlayStation. Hochleichten Kratzer drauf, aber naja, gut. Damit muss man leben. Auf jeden Fall, mir war es wichtig, keine Platinum-Version. Hier sieht man auch, man fährt eigentlich auch überall. Man sitzt hier mit schönen Schaden mit dabei. Und dann die ganzen anderen Sachen. Dann schauen wir auch mal kurz rein ins Handbuch. Deswegen auch ein Grund, warum ich mir nie Platinum holt. Einfach, ich mag auch nie bloß die Spiele, sondern auch das, so das Cover-Design gefällt mir auch. Weil bei Platinum hast du einfach dann bloß einen weißen, einfach ein nichtssagendes Logo, gar nichts. Da steht bloß Platinum drauf, wie das Spiel ist und das war es dann eigentlich schon. So, ach, sogar noch extra alles mit dabei hier. Ja, schöne Inhaltsangabe. Gar nicht mal so schlecht. So, Lenkradunterstützung. Ja, war gar nicht so schlecht. Ist gut. Hier, das ist schon die Erweiterung, was man alles machen kann. Sogar noch mit der Karte mit dabei. Ja, auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. So, dann kommen wir zu meinem Lieblingsteil. In dem Sinne, Burnout war der erste Teil. Ja, die Höhle ist auch leicht zum, ja. Kann man ja alles austauschen. Ich würde mal sagen, so aus wie die Take vielleicht irgendwie. Oder so ein Preisschild. Auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Man hier sieht hier, das war wirklich der erste Streich. Und das war ja noch nicht mal von EA, sondern vom leider von dem Bankrotten Studio Acclaim. Das war der Entwickler, das ist der Entwickler, das ist der Publisher, genau. Auf jeden Fall, grafisch ist natürlich, ja, PS3 Grafik. Ach, die ist gerade in meinem Laufwerk drin, sehe ich gerade. Hätte ich vielleicht mal vorher gucken sollen. So, ja, gar nicht mal so schlecht. Wie sieht man? Kopf an Kopf rennen. Schlecht sehen die Autos auch nicht aus. Ja. Ja. Auf jeden Fall eine recht gute Sache. Was ich ja auch immer gut finde hier. Gab es ja früher immer. Die ganzen anderen Spiele, wie es gibt. Ja. Sind auf jeden Fall auch sehr gute Spiele. Also auf jeden Fall eine sehr gute Videoreihe. Und ich wollte einfach den Erstling haben. Den hatte ich mir damals mal ausgeliehen. Und ich dachte, ach komm, die Spiele holst du immer für günstig Geld nochmal in deine Sammlung zurück. So, da haben wir hier Headhunter. Das ist auch der erste Streich. Das andere Headhunter Redemption heißt das, glaube ich. Das hatte ich mir mal damals ausgeliehen. Und das Spiel auch. Das Redemption war zurzeit nie verfügbar. Deswegen habe ich mir den ersten Teil geholt, auch für knapp 2 Euro. Man sieht, ich finde das auch so wie, wie sagt man, auch so, naja, so ein Söldner könnte man sagen, in die Richtung. Spezialagent. Und da gab, und hier von Sega. Sega hat ja früher auch sehr gute Spiele gemacht. Und dann schauen wir auch gleich mal hier ein. Oh, ist auch sehr selten so eine schwarze Hülle. Hier ist nochmal die Memory Cards Halterung. Irgendwann wurden die ja mal entfernt. Warum auch immer, keine Ahnung. Sehr schönes Cover. Bisschen dunkel gehalten alles. Erste Schritte. Controllerbelegung. Das passt irgendwie, ne? Zu der Hülle.
Schusswechsel, Quick-Schnellausrüstung. Oh, gar keine Bildchen hier drin. Oh ja, doch, ja. Ein paar Bildchen. Ja, Jack Reed, Angela Stern, dann Chief Hawk und Hawk Redwood. Oh, und dann Alan Sharp, Shape oder so ähnlich. Raminis oder Raminis, Grey Wolf und Don Fulski. Okay, wie der heißt. Oh, auf jeden Fall ein recht gut abgerundetes Spiel. Und schauen wir mal als erst Teil, so das ist das Spiel, denke ich mal, auch gar nicht so schlecht. Ich kann mich ein bisschen mehr daran erinnern. So, also das war eine recht gute Bestellung, muss ich sagen. Auch klassische Spiele kann man immer noch spielen. Klar, Einbußen in der Grafik muss man verkraften. Ansonsten sind das echt geniale Spiele. Und für mich schon richtige Klassiker. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Natürlich die Lenkungsbilder anders. Und bei den Spielen grafisch kann man und dann natürlich... Was fehlt, ist natürlich hier die Ideallinie, die man verkraften muss, dass sie nicht mit dabei ist. Ansonsten wirklich Klassiker-Spiele und man kann auch uralte Spiele spielen. Solange es einen selber Spaß macht. Ne? Und das war es jetzt auch. Mal sehen, was ich als nächstes bestelle. Bei Rebuy habe ich auch noch ein paar Sachen schon im Voraus. Ich hoffe, dass sie dann anderen noch lieferbar sind, weil ich mache, glaube ich, eher so immer eine Bestellung so ab 30 Euro. Da lohnt sich das auch, außer man findet mal wieder ein paar Gutscheine. Weil ab 18 muss man ja bei Rebuy auch extra Sachen eigenhändig bezahlen. So, das war's jetzt, sonst radert mir die Zeit weg. Viel Spaß mit meinen anderen Videos. Bis später und gebraucht ist auch gut. Tschüssi.